gerade im Spielertunnel, dem engsten Tunnel der Liga oder beziehungsweise in Europa. Was hast du da so an Kuriositäten erlebt in deiner Zeit hier? Ja, man hatte schon gespürt, dass der Gegner oftmals schon gezittert hat vom Rauskommen ins Stadion. Ich glaube, gerade der Tunnel hat eine enorme Energie. Im Stadion wissen wir alle, dass es ein Mythos ist. Und von daher, also ich habe mich da immer unheimlich wohl gefühlt. Das ist mein Wohnzimmer. Von daher war es für mich immer eine Erleichterung, rauszugehen, aber dann natürlich auch mit einem Sieg, oftmals auch mit einem 0-Sieg wieder reinzukommen. Und da war auch klar gewesen, dass man halt eben das Spiel rum hat und dass halt eben das meiste geschafft ist und ja, dass halt eben da auch schon alle Emotionen auch geteilt wurden. Mhm. Ist das dein Lieblingsort gewesen im Stadion oder warst du an einem anderen Ort lieber als im Tunnel? Ja, am liebsten bin ich immer auf dem Feld. Ich glaube, das wird wohl jeder Spieler so sagen. Denn letzten Endes ist halt eben hier eigentlich die schönste Atmosphäre, der schönste Ort, immer ein toller Rasen. Willi gibt immer sein Bestes und klar, vor der Südtribüne, gerade in meinem Tor, was ganz Besonderes. Also das war das, was mich am meisten begeistert hat und was mich auch immer wieder bestärkt hat, eben auch alles zu geben.